Willkommen zur Folge 267 des FM218 mit dem BVB. Es steht jetzt das absolute Topspiel an in unserer Gruppe. Wir haben Heimspiel gegen Manchester City, dem Top-Verein aus England. Gut in Form sind wir natürlich, das sind wir schon seit über einem Jahr, kann man sagen. Konnten wir jetzt auch im letzten Spiel sehen, haben wir 4-0 gewonnen zu Hause gegen Wolfsburg und sind damit perfekt gestartet mit 15 Punkten aus 5 Spielen. Mehr geht wirklich nicht. Wir können nicht 16 Punkte haben, das wäre cool, wenn wir einen Punkt geschenkt kriegen würden, aber nett möglich. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, das oben wieder mitzumischen. Bayern und Leipzig sind auf Platz 3 bzw. 4. Köln hat es irgendwie dazwischen gemogelt. Mal gucken, wie lange sie es da oben halten können. Aber man sieht, keine Eintagsfliege. In den letzten Jahren waren die schon sehr erfolgreich, also nichts Neues. In der letzten Saison hatten wir 77 Punkte, 24 Siege. Bin mal sehr gespannt, ob wir diese Marke übertreffen können. Jedenfalls hier nochmal zum Spiel gegen Wolfsburg, 4-0 gewonnen. Christian Pulisic war Man of the Match. Mit einem Tor und einer Vorlage, Spielnote 9,2. Gute Saison von ihm bislang. Aber an sich ist er nicht die Nummer 1 bei mir. Da ist schon eher Moise Kean gesetzt. Ist ja auch kein ganz so schlechter, wenn man sieht. 3 Tore, 3 Vorlagen. Ne? 10 Tore, 9 Vorlagen. Ich habe ein halbes Jahr verliehen nach Leverkusen. Da hatte ein bisschen Spielpraxis sammeln können. Und dann hat er sich wirklich komplett durchgesetzt. Juriz Bilbao, der Spieler, der auch in Bilbao spielt, hat wohl eine Ausstiegsklausel, aber wir brauchen keinen Spieler auf der Position. Oder? Nee. Wäre der Linksfuß? Eventuell. Ist recht ein Außenspieler, Außenstürmer. Aber so nett. Jedenfalls, es war ja kurz davor, Moise Kean zu verkaufen. Habe ich es aber zum Glück dann nicht getan. Wäre ein großer Fehler gewesen. Mainz gewinnt 6-0 gegen Schalke. Königsblau nur auf Platz 16. Kein guter Start. Kein guter Start für die Blau-Weißen. Die Nachbarn. So, jetzt kommt das erste richtige Top-Spiel in dieser Saison. Bin echt gespannt, wirklich. Ich bin sehr gespannt, wie wir da auftreten werden. Ob wir unsere Dominanz auch hier aufs Parkett bringen können. Zwei, drei bis vier Wochen, ein bis drei Tage. Was denn hier passiert? Och. Na, immerhin haben wir ja Opoku, aber trotzdem bitter. Gibt es eine Länderspielpause bald? Müsste es, ne? Ja gut, nach Freiburg kommt dann direkt eine zweiwöchige Pause, das ist gut. Aber gegen Napoli wird er eventuell auch nicht spielen können. Aber werden wir verkraften können. Wie gesagt, wir haben ja Frederik. Schauen wir mal kurz. Spielt er nicht? Was? Nee. Hallo? Ja. Schon ein bisschen blöd, der ist schon ganz talentiert. Bitte auch spielen lassen, ja? Danke. So. Mal kurz einen Zeitplan. Ja, bislang hatten wir noch keinen allzu großen starken Gegner, bis auf Milan, klar. Haben auch viele Gegendruck kassiert, wie man sieht. Aber naja, erstmal mache ich die Aufstellung. Opoku für Leon. Paulinho rein. Das Golbis natürlich wieder. Isaac vor
Maris, würde ich das mal sagen. Sancho hat 4 Sterne jetzt bekommen. Cool. Man sieht, man kann ihn häufiger einsetzen. So. Genau, noch Moiskin. Und dann ist praktisch unser Top-F wieder da. Bis auf Goretzka natürlich. Moment, da will ich direkt mal einen Vergleich machen. Opoku, wie der stärker wird. Leon. So. Da sehe ich mal in Verteidigung besser. 2 Punkte Physis, 1 Punkt. Tempo 3 Punkte. Übersicht stärker. Technisch besser. Nur bei hohen Bällen nicht so gut und offensiv nicht so gut. Aber sind 7 Jahre dazwischen. Darf man auch nicht vergessen. 2002 Jahrgang. Krass. Kann sagen, wir sind auf jeden Fall nicht schlechter aufgestellt. Weniger Erfahrung, aber das war's dann auch. Und so, 19 hat schon mal 3-1 gewonnen. Perfekt. Moses Chukwuma. Sieht ganz interessant aus. Rechtsfuß. Ach, für dich ist mir wirklich Gold wert, dass er nur 19 spielen kann. Da wird er immer genug Spielpraxis haben. So. Und los geht's gegen City. Wir sind schon der Favorit, würde ich schon sagen. Aber mal abwarten, ob wir dem auch gerecht werden. City mit Paul Pogba. Sind schon andere Kaliber da vorne. Die werden auf jeden Fall sich deutlich mehr Chancen herausspielen als die letzten Gegner. Alles andere würde mich sehr stark verwundern. Immerhin die erste Möglichkeit für uns durch Kyaku. Schön gesehen. Pauline mit viel Platz. Sieht Keen. Goebbels. Erste Riesenchance. Gut gespielt. Kevin De Bruyne, Paul Pogba. Was ein Mittelfeld. Die Baller vorne. Das sind schon Namen. Icardi mit der ersten Chance. Hier hat es nur 6 Minuten gedauert, bis der Gegner eine Chance herausgespielt hat. Icardi und Dybala haben die vorne. Krass. Zwei Weltklasse-Stürmer. Beides Argentinier. Schade, Paulinhos Ball kam nicht an. Ein Konter von City auf Icardi. Das war sehr schnell und sehr gut gespielt. Und der Abschluss war natürlich ein bisschen zu überhastet, aber die machen das ganz gut. Lag sehr schön auf Geritz. Das will ich sehen. Und Paulinho. Mitten im Abstauber. Mir egal, ob es ein Abstauber war. 1-0 für uns. Sehr schön. Dieser Sieg wäre so Gold wert. Damit hätten wir 5 Punkte Vorsprung auf City. Pass lag gut gemacht. Gut aufgepasst. Aber leider bleiben die Citizens am Ball. Da Felix den Ball einfach nur nach vorne gehaut hat. Viel zu viel Platz für Pogba. Und der haut einfach mal den Ball. In die Maschen, ins Publikum.
Sehr schön von Paulin auf Kien. Goebbels, oh, der war schwer zu nehmen, der war schwer zu nehmen. Trotzdem wieder ein sehr guter Angriff von uns. Wir kommen so langsam rein. Die Zuspieler werden besser. Genauer vor allen Dingen. So startet man ein Highlight. Eine Grätsche von Guerrero einfach mal. Guter Abschlag auf Goebbels. Gerrit sieht Paulinho. Sehr schön gemacht. 4 Stationen vom Torhüter aus zusammen. Mit dem Torhüter zusammen. Sehr gut, der zweite Ball gehört uns. Guerrero. Patlen pariert nur Opoku. War ja schon fast ein Heber, ein Lupfer. Aber wir gehen mit einem mehr als verdienten 1-0 in die Pause. Sehr gut. Weiter so, Jungs. Nicht nachlassen. Kevin De Bruyne, legendärer offensiver Mittelfeldspieler. Das ist mal eine Bezeichnung. Die aber auch verdient ist, wie ich finde. Paulinho wieder schön auf Gerrit. Er verteilt die Bälle so gut. Kien. 2-0 wäre schon mehr als verdient. Zum jetzigen Zeitpunkt. Goebbels, wie man sieht, heute jetzt nicht unbedingt mit dem allerbesten Spiel. Aber er ist gut genug, dass er aus dem Nichts ein Tor macht. Noch eine halbe Stunde. City noch ohne einzigen Schuss aufs Tor. Beachtenswert von unserer Mannschaft. Aber ein Tor aufs Tor, ein Schuss aufs Tor, der reingeht, reißt, damit es hier unentschieden steht. Goebbels mit der nächsten Chance. Nach der Szene kann er mal Isak rein für Willem. Solche Abende gibt es, aber dafür gewinnt er zum Beispiel dieses Kopfballduell. Wer ist es zum 2-0 führt? Ja, sehr gut. In der 70. Minute das 2-0, kann man schon sagen, eine Art Vorentscheidung. Weil Goebbels kann nach links und Kien geht raus. So, dann machen wir noch folgendes. Matzbert für Guerrero und Mendoza für Opoku. Direkt mal alle drei Wechsel ausgeschöpft. Und jetzt noch 20 Minuten das 2-0 ins Ziel bringen. Beziehungsweise einfach nur den Sieg. Denn das wäre ein Megaschritt Richtung Achtelfinale. Isak, auch schwer zu nehmen. Ich würde mal interessieren, wie gut Pogba ist. Na, schaue ich mir gleich mal an.
Schön auf Isaac. In der Mitte ist jemand. Goebbels. Jetzt macht er das Tor. 3-0. Vorlage durch unseren Edeljoker Alexander Isaac. Ach, ich will doch gucken, wie gut Pogba ist. Der hier. Ja, nein, du. Ja, genau du. Schön Pass lag. Wir wollen natürlich kein Gegentor kassieren, wenn es möglich ist. Erster Schuss aufs Tor. Pogba. Ist gut, aber. Ja, vielleicht ist noch ein bisschen besser als Opoku, aber. Ist nicht, dass unsere Spieler sich da gegen ihn verstecken müssen. Das werden 6 Punkte sein nach 2 Spielen. Und jetzt folgen 2 Duelle gegen Napoli. Wo wir, ich denke mal, mit 4 Punkten alles klar machen können. Nun kann ich Napoli nicht ganz so gut einschätzen, aber das werden wir dann noch sehen. So, 3-0 gewonnen. Rick Gerrits, Man of the Match. Absolut verdient gewonnen. So, danke fürs Zusehen. Das war's dann für heute. Und ich glaube, morgen geht's weiter mit einem nächsten Top-Spiel, einer anderen Art. Und zwar gegen den ersten FC Köln, wenn ich mich nicht komplett täusche, die jetzt zurzeit auf dem 2. Tabellenplatz rangieren. Also ein guter Gegner. Also, nochmals vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, Wikowski.